Wenn du zum Beispiel nur ein PDF anhängen möchtest, gibt es hier schon ein Video, das zeigt, wie du dieses mit dem Befehl ausrichten und solche Unterlagen skalieren oder drehen kannst. Am Ende setzen wir dazu einen Link. Aber es gibt noch eine weitere tolle Möglichkeit. Mit dem Befehl Standort einstellen haben wir Zugang zu Straßenkarten, Satellitenbildern oder ganz anderen Dateien, die wir als Unterlage für unsere Zeichnung verwenden können. Und wie das geht, siehst du jetzt. So, das hier ist meine Ausgangssituation. Ich habe hier ein kleines Gebäude. Das ist eigentlich mein Büro hier. Und ich habe hier ein Bitmap angehängt, ein Bilddatei als Unterlage, um mein Layout zu positionieren, so als Lagerplan. Das kann ich ohne Problem hier in 1:250 darstellen, ist aber ein bisschen klein, ein bisschen mickrig, nicht so wahnsinnig viel Information, wenn ich etwas anderes haben möchte. So zum Beispiel, ich würde gerne eine Straßenkarte hier einfügen, wo ich ein bisschen mehr sehe, oder ein Satellitenbild. Das bietet uns eigentlich den Befehl oder der Befehl Standort einstellen. Ich werde aber erst meine Unterlage unsichtbar machen. Einmal frieren. Zurück einfügen, Standort einstellen als Karte. Ich gebe hier meine Adresse ein. Mannheimer Straße 68 in 51107 Göln. So, da haben wir es. Einmal suchen. Er findet das sogar. Ich kann hier zwischen Straße und Luftbild wählen. Ich würde hier eigentlich eine Markierung genau platzieren. So, ich kann hier einzoomen. Ich mache hier einen Rechtsklick. Er fragt Markierung hierher verschieben. Ich sage hier mit Linksklick hier ja bitte. Dann ist es in der, ja, von der Straße gesehen die linke Ecke. Ich setze meine Höhe hier auf 54 Meter, so ungefähr richtig, glaube ich. Und ich sage hier weiter. Und dann schlägt er mir verschiedene Kartensysteme vor, GIS-Koordinatensysteme. Und was ganz, ganz nett ist, er schlägt den idealsten zuerst vor. Also ich werde das übernehmen von dem Deutschen Bahn, vielen Dank. Und ich setze meine Zeit, das wäre GMT plus 1. Millimeter ist richtig, ich sage hier weiter. Dann muss ich natürlich diese Position in meiner Karte mit der Position in das, was ich gezeichnet habe, so mit in Übereinstimmung bringen. Das wäre hier von der Straße gesehen die linke Ecke. Nordrichtung eingeben, natürlich hier mit Auto eingeschaltet. Und da habe ich mein Luftbild. Wenn ich das genau anschaue, würde ich einfach behaupten, dass mein Haus hier nicht genau in der richtigen Situation ist. Es hat sich ein bisschen verschoben da. Das sieht man anhand von diesem Weg, was eigentlich da so verläuft. Ich möchte eigentlich meine Karte entsprechend verschieben. So, ich kann dafür meine Markierung neu ausrichten. Wie geht das dann am besten? So, ich werde das mit der Hilfe einer Hilfslinie machen und Auto und Objektfang ausmachen und eine Hilfslinie von Endpunkt hier bis dahin erstellen. Das werde ich dann entsprechend verschieben von dem Endpunkt da auf dem Endpunkt da. Das kann ich eigentlich jetzt wieder neu einschalten. Dann gehen wir zurück zur Geoposition und sagen Markierung neu ausrichten. So, unser Punkt ist jetzt der Endpunkt da und die Nordrichtung ist natürlich immer noch nach oben. Dann haben wir unsere Karte entsprechend verschoben. Und auch wenn es nicht genau passt hier mit, ich würde sagen, es sieht so aus, als ob mein Gebäude ein bisschen doch verdreht ist. Wir sehen anhand von größere Sachen, dieser Durchweg zum Beispiel und diese Straße, dass eigentlich das gut passt. So, ich kann zurück zoomen, so wie ich möchte. Ich muss einfach warten, bis er sich regeneriert und dann kann ich das
praktisch positionieren in ganz Deutschland. Ich kann immer noch sagen, ich würde eher lieber eine Straßenkarte haben. Muss nur ein bisschen nachdenken. Oder praktisch eine Kombination von Straßenkarte und Luftbild. Das ist alles möglich. Aber was mich am meisten stört, ist, dass mein Bereich hier so groß ist. So viel muss ich eigentlich nicht sehen. So, ich kann hier einfach sagen, gut, ich würde gern nur diesen Bereich sehen. Ich zeichne ein Rechteck. Und wenn ich dann hier in meinen Lageplan gehe, dann sehen wir hier, ich kann meine Skalierung auf 1 zu 500 ändern, dann habe ich praktisch nur diesen ausgewählten Bereich da zu sehen. Was eigentlich ganz nett ist. Das würde vielleicht nicht für eine Abgabe bei einer Behörde reichen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Normen, die man mit in Betracht ziehen muss. Aber für eine grobe Lehrplan, ich kann hier die Straßen gut sehen, ich kann andere Gebäude sehen, Bepflanzung und so weiter. Es ist eigentlich ganz toll. Wenn es einem stört, dass das alles hier noch zu sehen ist, muss man eigentlich nur hier sagen, Karte aus. Dann hat man nur diesen Bereich zu sehen. Ich kann es immer noch ein bisschen größer machen, wenn ich möchte, dass ich dann mein Blatt hier irgendwie ausfülle, so wie ich möchte. So, das war's mal wieder für heute. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren über die Website. Die seht ihr jetzt. Und wenn ihr weitere Anregungen, Fragen oder Ähnliches habt, scheut euch nicht, einfach eine E-Mail zu schreiben. Wir versuchen, so bald wie möglich zu reagieren. Falls euch das Video super gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Thumbs Up, wie jeder bei YouTube. Und wenn ihr total begeistert seid von den Videos und sagt, Mensch, die helfen mir wirklich weiter, dann könnt ihr natürlich gern subscriben. Und dann kriegt ihr, sobald wir neue Videos posten, sofort eine Info, dass ein neues Video für euch vorhanden ist und ihr kommt einfach weiter mit euren Autokennzeichnungen. Also bis dann und wir freuen uns, euch bald hier willkommen zu heißen. Tschüss.